Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa Competizione. Heute schauen wir uns an, ob wir uns fürs SRO E-Sports Event am Nürburgring qualifizieren können. Spoiler-Alarm, nee, können wir nicht. Werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber wir können es ja versuchen. Kurz zur Erklärung, SRO ist die Dachfirma sozusagen, die Firma, die zum Beispiel auch die Blancpain GT-Serie organisiert und diverse andere Rennserien organisiert. Und davon gibt es jetzt eine E-Sports-Abteilung. Und da sieht es gerade so aus, dass seit Release von Assetto Corsa Competizione insgesamt schon 3 oder 4 Events stattgefunden haben, wo parallel zum echten Rennen der Blancpain GT, zum Beispiel in Spa, das digitale Rennen in der Simulation gefahren wird, aber eben auch vor Ort. Das heißt, Kunos und SRO und noch ein paar andere Partner, Racing Partner ist auch dabei, die bauen immer an der Strecke eine geile Simric-Arena auf. Und da können dann 10, 15, 20 Leute ein Rennen fahren. Und dafür muss man sich vorher qualifizieren oder aus anderen bestimmten Gründen ausgewählt werden. Ja, und ob man sich qualifizieren kann oder nicht, hängt von diesem Event hier ab, was wir gerade sehen. AMG auf Nürburgring GP. Könnt ihr einfach unter Special Events auswählen und gucken. Und dann fahren. Alle haben die gleichen Bedingungen. Man kann nur Safe oder Aggressive Setup auswählen, sonst nichts am Setup machen. Und dann muss man 10 Minuten Hotstint ballern, so schnell und so konstant und so gut wie geht, um sich zu qualifizieren. Und das werden wir heute mal ausprobieren mit dieser doch sehr, sehr lecker aussehenden, vor allen Dingen geil klingenden Kombi. Moment. Ja, leckerer Sound. Aber wir schwatzen gar nicht lange rum, sondern machen die Wheelcam an. Die sitzt heute mal ein bisschen weiter in der Mitte. Und dann gehen wir mal hier locker in den Restart. Ich habe 2 Proberunden gedreht, also ich habe theoretisch schon eine Zeit auf dem Leaderboard. Aber die ist natürlich nicht aussagekräftig, weil wir den ziemlich zu Ende gefahren haben und die zählt auch nicht, weil einfach schlecht ist. Aber ihr seht hier unten links, Ralf Hauser, 324. So viele sind also noch gar nicht mitgefahren. Vielleicht haben wir sogar eine reelle Chance hier gegen Kamil Franczak anzustinken. Der ist nämlich mit 1129 gerade auf der Pole dieser Liste. Jetzt fragt ihr euch, wie geht das? Ganz einfach, wir fahren jetzt über die Start-Ziellinie. Dann beginnt ein 10 Minuten Hotstint. Und sobald diese Zeit abgelaufen ist, muss man noch die jeweilige Runde zu Ende fahren. Jetzt läuft die Zeit. Und wenn du dann eben gerade drüber gefahren bist und dann springt gerade die Zeit erst um, brauchst du natürlich noch deine Minute oder wie lange die restliche Runde auch dauert, um wieder über Start-Ziel zu fahren. Und dann wird die Gesamtzeit für den Stint gestoppt. Ich habe mich jetzt auch bei der SRO-Homepage registriert. Also das würde theoretisch hier richtig gewertet werden. Sollten wir also wirklich Platz 12 schaffen, werden wir eingeladen, am digitalen Rennen am Nürburgring teilzunehmen. Allerdings auf eigene Kosten. Anreise und so weiter. Aber ja, kannst du da mitfahren? Ich glaube, echte Fahrer fahren teilweise auch mit. Das war, glaube ich, in Spa oder in Paul Ricard. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war es so. Der echte Fahrer hüpft vom Simulator ins echte Rennen. Aber gut, habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. Wenn nicht, dann einfach mal SRO eSports googeln. Und sich das eine oder andere YouTube-Video anschauen. Dann wisst ihr da Bescheid. So, erste Mal Schumacher S. Geht doch klar. Letzte Mal Nürburgring GP bin ich in Assetto Corsa 1 mit der DRM Revival Mod gefahren. Kann ich nur sehr empfehlen, das Video. Da gibt es ein paar schöne Szenen am Anfang. Ne, deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr anderes Gefühl, kann ich euch sagen. Andere Simulation, anderes Fahrzeug, aber trotzdem immer gleiche Strecke. Wenn auch in einer leicht anderen Variante. Ist doch immer interessant, wie sehr man sich umstellen muss, aber gleichzeitig auch, wie wenig man sich umstellen muss. Weil man eben schon so viel Erfahrung gesammelt hat, dass man recht schnell switchen kann. Aber es braucht eben doch den einen oder anderen Moment, die eine oder andere Runde. Mal mehr, mal weniger. Hier wird da ein bisschen leicht, kommt dann mit dem Arsch. Gerade gesehen, ich fahre mit dem aggressiven Setup. Ich weiß übrigens gar nicht, ob man die Bremsbalance einstellen kann. Das ist ja eigentlich auch eine Tastenfunktion.
ja, wir fahren natürlich mit dem neuesten Update, mit der Version 1.0.7 inklusive neuem Reifenmodell. Was dafür sorgt, dass man Curbs jetzt mit genauso viel Selbstbewusstsein attackieren kann, wie in jeder anderen Simulation oder auch wie in echt. Und das stelle ich jetzt einfach mal so. Ihr wisst, meine Erfahrung mit dem GT3 Rennwagen auf dem Nürburgring GP sind begrenzt. Wir haben jetzt auch die neue Traktionskontrolllogik implementiert hier in dieser Version. Also da gibt es auch nochmal einige Veränderungen. Wer irgendwie puncto Reifenmodell und Traktionskontrolle oder so Schwierigkeiten mit ACC hat, sollte das nochmal wieder reinschmeißen. Das könnte ihm vielleicht jetzt besser gefallen. So, fast auf den Punkt genau. 1,59, 1,60, die gleiche Runde gesetzt. Etwas früh hier mal auf der Bremse. Mal gucken, dass wir das Heck nicht verlieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Profis und Aliens fahren. 1,56, 1,54 sogar im schlimmsten Fall. Weil dann sind wir natürlich sehr, sehr weit ab vom Schuss. Right, mate. 5 minutes to go. Good job. Give it all you can. Ist rum. Das kostet. Ah, ein Zehntel. Noch ein Zehntel. Scheiße. So kleine war ein bisschen Quersteher. Kannst du alles noch verknusen. Das kostet auch ein bisschen Zeit, aber mal so richtig einen Reifen ins Kiesbett stellen. Und dadurch dann natürlich massiv an Beschleunigung einbüßen. Das holst du nicht mehr raus. Es sei denn, man lässt auf der restlichen, hat auf der restlichen Strecke noch eine Menge Rundzeit übrig. 1,58,053. Ja, das war jetzt ein bisschen spät. Aber hier liegt doch überall Zeit. Minus 04. Wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Wahrscheinlich sogar so, dass wir gleich nochmal eine Runde fahren könnten. Nochmal in 10 Minuten Stint dranhängen. Um zu sehen, ob wir uns nicht noch verbessern können. Da oben ist es nämlich auch gar nicht so eng, wie ich erwartet hätte. Mal so gucken, Camille. Camille 11,29, dann 1,3 Sekunden Abstand, 2,1. Das sind ja, wenn man hier 5 Runden fährt. Obwohl, man fährt mehr, man fährt 6 Runden wahrscheinlich, ne? Ja gut, 6 Runden auf 1,3, dann sind das 0,2 pro Runde. Ja. Das ist natürlich auch noch ein recht frisches Event. Das Event am Nürburgring GP findet zum gleichen Zeitpunkt der Sim-Expo statt. Und die ist Ende August.
Ich glaube 30. bis 1. September. Ich muss hier echt im dritten raus oder für die letzte Kurve echt die Traktionskontrolle erhöhen? Der kommt mir da zu sehr quer. Ja, was ich noch sagen wollte, kommt zur Sim-Expo. Da geht's richtig ab. Abgefahren ist am Start. Kudos ist am Start. Echte Blumper ist am Start. Alle anderen Sim-Hersteller, Hardware-Hersteller sind auch am Start. Schon wieder. Immer so ein kleines Beinchen raushalten. Das ist nicht gut. Aber man hat echt schon ganz anderes Selbstbewusstsein jetzt, über Curbs zu ballern. Hier, guck mal, kannst die ganze Zeit draufbleiben. Das hätte vorher auch mal geklappt, beziehungsweise hätte es vielleicht manchmal nicht geklappt. Aber das Gefühl ist schon anders, meiner Meinung nach, weil du einfach mehr Sicherheit hast. Es wirkt nicht mehr so nervös, wenn du auf so einem Curb, auf so einem echt hohen und mit Rillen besetzten Curb, wenn du da unterwegs bist. Ich sag nur, Solda, letzte Kurve. Misano gibt's viele Beispiele. Da hast du eine ganz andere Art und Weise, da drüber zu fahren mittlerweile. Durch das neue Reifenmodell, weil du einfach nicht mehr diese Angst, diese Nervosität spürst. Das heißt nicht, dass man jetzt jeden Curb auf Teufel komm raus immer mitnehmen kann und sollte. Gerade im Regen wird die ganze Sache ja nochmal wieder rutschiger und sieht anders aus. Aber viele Curbs, die man in anderen Simulationen problemfrei Runde für Runde konstant mitnehmen konnte, die können jetzt auch mitgenommen werden. Ohne dass man vielleicht Angst haben muss, dass beim 10. Versuch doch mal der Arsch quer kommt. Oder der Reifen eben diese komischen Bugs macht. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Nein! Ich habe nicht über das Reifenmodell gemeckert, Entschuldigung. Oh, unnötig. Ja, das müssen wir dann auf jeden Fall nochmal machen. Ah. Komme ich überhaupt noch ins Ziel? Ist die Frage. Das reicht auf jeden Fall. Das ist jetzt Quatsch. Ja, gut, 10 Sekunden verloren, kann man machen. Session is now over. 6 Runden waren's. Ich denke, so eine wirklich gute Platzierung wird es nicht gebracht haben. Wer hätte es vermutet? So, hier sieht man das jetzt nicht oder so, ne? Ne, aber wir können mal in Rundenzeit gucken. 58.053 war die schnellste. Keine 57er geschafft. Obwohl ich sagte, ja, kann man theoretisch schaffen. Wir gehen mal eben raus hier. Und gucken mal, wo wir gelandet sind. Das habe ich auch gelesen, soll gut sein. Hot Stint Silverstone Wet im Aston Martin. Müssen wir auch mal ausprobieren. Aber erstmal hier. So, 181. 12 Minuten 1.
Das ist natürlich beschämend. Eine Zeit unter 12. Sollte drin sitzen, würde ich sagen. Sollte drin sitzen. Wir machen das Ganze nochmal. Ich hoffe, ihr habt nochmal 10 Minuten Zeit. Oder 12. Ich hoffe, ihr habt nochmal 11 Minuten 50 Zeit. Alright, mate. This session is about consistency. Und try dann geht's nochmal. Oder fahren wir mal mit dem Safe Preset. Ne, wir machen Aggressive. Da sind wir jetzt eingeschossen. Brauchen wir jetzt nichts Neues probieren. Let's get it started. Los geht's! So, Karre nicht überfahren, nicht so oft das Kiesfeld verlassen, das hat uns ja bestimmt auch schon 3 Sekunden gekostet. Und dann noch die 10 Sekunden durch den Abflug, durch den kleinen Dreher. Da sind locker 30, 40, 50 Plätze drin. Und da stelle ich einfach mal. Ihr habt gar nichts gesehen. Da ist überhaupt nichts passiert. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, von der Rede. So, setup. Aggressiv. Ich lade das einfach jedes Mal. Ich weiß nicht, ob das beim Neustart übernimmt. Los geht's. Quietsch. Das muss man machen am Anfang, ne? Sonst sind die Federn nicht warm. Ganz wichtig, Federn und Dämpfer müssen auch aufgewärmt werden. Ich glaube, Dämpfer müssen wirklich auch, weil die können warm werden, ne? Und dann ist das schlecht für die Dämpfer, wenn die zu warm werden. So, egal. Konzentration. Kalte Reifen, kalte Bremsen, also erstmal hier Piano machen für Kurve 1 in der ersten Runde. Ja, merkst schon deutlich, dass der nervöser ist, wenn das Auto kalt ist. Reifen noch nicht ganz da, Bremsen noch nicht ganz da. Und irgendwann nach ein, zwei Runden setzt sich dann so ein bisschen Ruhe ein. Schon wieder Kiesbett. Dein Auto ist zu breit. So, gerade hatten wir eine 1,59 glatt, glaube ich. 59,0 irgendwas. In der ersten Runde. Mal gucken, ob wir das direkt schon toppen können. Alles klar. Sehr, sehr nervös in diesem Bereich. Aber ich nehme auch die Curbs immer falsch mit, glaube ich.
brauchst du gar nicht gegenhaken. Oder dich anlehnen, da irgendwie drauf zu kommen. Das kriegt nur Unruhe ins Auto, in die Aerodynamik. Das ist ja jetzt auch hier wichtig in ACC. Mann. Viel zu viel Simulation. Aber nein, habe ich nicht gesagt, darf ich nicht sagen. Ich muss ja neutral sein. So, 1, 58, 1. Ich glaube, wir sind jetzt schon ein bisschen schneller als nach Runde 2 des ersten Stints. Hier nicht zu weit raus. Ich weiß gar nicht, wie weit darf man denn hier raus? Das ist halt ungültig. Da gehen wir jetzt innen einfach gar nicht dran. Jetzt kommen wir hier schon mal 3000 Mal schneller durch, weil wir vorhin ja einen Fehler gemacht haben. Aber ich werde da innen links nicht mehr dran gehen, glaube ich. Und hier eigentlich auch nicht. Schlechter Ausgang, das klaut uns nochmal ein 10 gegen Ende, aber 1,57,831, immerhin. 5 Minuten 55, Spinzeit. Guck mal, minus 0,6. Guck mal, minus 0,8. Zumindest kurzzeitig. Ich glaube, wir haben die Schikane vorhin sehr gut gekriegt, deswegen verlieren wir da jetzt wahrscheinlich Zeit. Ich baller nochmal ein bisschen später rein und riskiere zu viel. Ja. Unterm Strich. Zeit verloren, glaube ich. Gehen schon wieder schlecht raus beschleunigt. Das gibt wieder das Zehntel weg. Minus 07, allerdings 1,57,1. Nehme ich. Sehr, sehr geil. Okay, dann wird der Rekord der Aliens wahrscheinlich bei 53 oder 54er liegen. Ich werde hier nicht auf anderthalb Sekunden auf Alienzeiten ranfahren.
Ja, gut. Plus 07. Die ganze schöne Zeit von gerade wieder weg. Auf Stintlänge gesehen. Die Schikane muss in echt richtig geil sein. Da ballerst du ja voll durch. Also, es klingt jetzt überraschend, aber du ballerst ja richtig durch. Ein sehr, sehr witziges Gefühl sein. So, letzte Runde. Nicht zu forsch werden. Ich habe gerade schon genug Zeit verloren, das muss jetzt nicht nochmal sein. Schon wieder rechts drüber, die Karre ist zu breit. Also ich bin zu schlecht, aber... Guck mal hier, nehmen wir auch schon wieder alle Curbs mit. Alles Mumpitz, ey. Die eine Runde war gut. Runde 3 war es mit der 1,58, der 1,57,1 oder so. Der Rest Mumpitz, also hier liegen nochmal locker 5-6 Sekunden rum, einfach nur... durch unsauberes Fahren. Ja, und den Rest müsste man dann durch Skill wegmachen. Das wird, glaube ich, ein bisschen länger dauern, das auszumerzen. Aber wir sind durch mit... Dass man das hier nicht sieht, ist ein bisschen ungünstig. Cool aus. Jetzt müssen wir nämlich rausgehen. Da, zack. Obwohl, ich kann, glaube ich, erstmal die Replay speichern. Replay saved. Guck mal, die kannst du jetzt auch... Alles egal, wir gehen raus, wir gucken uns die Zeit an. Und sehen, dass wir... Boah, 81. sind Top 100, Alter. Geile Scheiße, also nur noch 70 Leute, die wir schneller sein müssen. Wir müssen noch schneller als 70 Leute sein. Und dann sind wir dabei. Ich werde es, glaube ich, nicht schaffen in Zukunft. Ich werde es, glaube ich, nicht nochmal probieren. Obwohl, vielleicht übe ich jetzt einfach bis zu Sim-Expo und dann kurz vorher, zack! Nee, ich glaube, bis zum 19. kann man sich da noch qualifizieren. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber ein bisschen habt ihr noch Zeit. Wenn ihr Bock habt, macht mit. Schlagt meine Zeit. 11:48:129 nach 6 Runden. Das müsst ihr erreichen. Dann seid ihr besser als der Duki. Was aber auch keine Leistung ist, weil, sind wir mal ehrlich, ne? Ich kann doch nichts. Platz 81. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi!